Schieß, der Geißel in den Kopf. Nein, Galgenraten. Heute. Spezialausgabe. Auf den Kopf. Mit einem Explosivpfeil. Ja, die sind schon ein bisschen. Ich schieße ihm in die Eier da hinten. Warte, ich befreie ihn noch. Guck mal. Hier kriegst du ein paar Freunde zum Spielen. Stirb, Feind! 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 Der Ausweiter. Ich hab's gewusst. Hier gibt's Chitin-Schilder. Die sind stärker. Doch. Wetten. Das hier sind unbeschädigte. Endlich wieder. Hä? Ich sehe jemanden. Ich sehe was. Lenny, hier ist ein Topf. Ein Töpfchen. Mach's kaputt. Mach Töpfchen. Ne, ich mach Topf kaputt. Oh, jetzt. Warte, die ist bestimmt lustig. Alter Schwede, alter Schwede. Oh mein Gott. Egal. Was? Haben wir sein Ballisto? Ich sehe ihn nicht, macht zu wenig Schaden. Weg. Nein, ich mach dem zu wenig Schaden. Uah. Brauch Hilfe. Ich mach dem keinen Schaden. Aber jetzt? Weg, weg, Lenny! Er ist voll.
Wir haben irgendwas bekommen, ne? Maximal Lebens. Ah, zwei Health Pots können wir jetzt tragen. Man kann nie zu viele Heiltränke haben. Könnte ich irgendwie aussetzen. Also die Gepanzerten vertragen echt viel. Da brauche ich aber meinen Explosivschuss erstmal noch ein bisschen besser. Hier geht's nicht weiter, also. Jo, das wäre ganz gut. Oh, da ist ein Wiederbelebungsfläschchen. Kannst du drei tragen? Das ist, glaube ich, nur Glut. Was hat er hier zu erzählen? Einfach weg, einfach, bitte. Oh, guck mal, Lenny. Wenn mich jetzt irgendwas aus der Hecke packt. Los, Lenny, rein. Ich hab das Mana gerade eh über. Ey, mit dem Schockschaden ist das auf deinem Nahkampfwaffe voll geil. Liegt da noch irgendwo Moneten? Ja, hier. Nichts gesehen. Diese Vogelscheuchen, ey, diese Vogelscheuchen. Nee, guck dir die mal an, hier hinter uns. Was? Über uns, vor uns, vor uns. Da nimmt keinen Schaden. Ich habe ihm voll in die Halsschlagader geschossen. Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Also ich hatte Ehe. Ein neuer Schild. Ich fühle mich schon sicherer. Yay, Mann, yay. Jetzt kommt wieder die Tür. Tür des Verderbens. Jo. Bevor wir das benutzen, schauen wir uns das mal um. Ich kann ja mittlerweile auch drei solche Dinger tragen. Hier ist Topf, mach auf, ich hab eh voll. Das können wir. Mach ich, warte. So. Ist alles im grünen Bereich. Nö, hier ist doch so ein Ding. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Wäre. Ja, geht. Geht. Scheiße. Dann gehe ich. Warte mal kurz, wir müssen noch mal ran. Ich habe versehentlich B gedrückt. Ich habe aber meinen Skillpunkt verpennt. Doch, muss nur noch mal ranlaufen. Muss noch mal ein bisschen weiter weg. Jetzt wieder ran. Jetzt können wir.
Jo, jetzt können wir hier noch mal hier das Stargate öffnen. Wie viel kostet denn so ein Stufe 2 Spell? 3. Gut, warte. Ich gehe auf Dings weiterhin auf Frostpfeile. Es haut sie einfach durch die Gegend. Was ist jetzt los? Das war knapp. Jo. Was Den kenne ich, das ist eine Frage der Zeit, immer den hat. Ich muss den exekutieren, sonst kriege ich den einen dann nicht tot. Doch, der portet sich runter nachher gleich. Kannst du drauf wetten? Achtung, Nahkämpfer mit hier unten. Ja, ich hab Deckung. Ich hab schon den zweiten Bogenschützen weg. Den habe ich exekutiert. Achtung, links, links von dir. Links von dir. Hab noch einen. Meine Heiltränke sind noch ziemlich erschöpft. Ach nein. Achtung, der hat Granaten. Der hat auch Granaten. Ja. Nimm ihn einfach, passt schon. Achtung, der hat Granaten, wow, fuck. Ich habe Schmerzen. Schlimme. Mein Mana ist aus. Mein Mana, keine Magie. Da ist oben. Der macht Damage. Mich hat's erwischt. Jo, mich hat's erwischt. Gut.
Wo will der denn immer hin? Oh. Ich treffe ihn nicht mit dem Scheiß rumgeporter. Alter. Sicher, dass du das willst? Flüssigkeit gewesen sein, von der dein Vater sprach? Möglich. Diese Flüssigkeit enthält eine mächtige Magie. Vielleicht ist dies etwas, das ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Dein Vater hat es als böse beschrieben und ich traue ihm mehr als dir. Mein Vater versteht nicht viel von Magie und hält alles, was er nicht versteht, für böse. Ich sage nur, wenn ihr im Nachteil seid, dann kann diese Flüssigkeit vielleicht euer Leben retten. Unabhängig von eurer Entscheidung über den Einsatz der Macht dieser Flüssigkeit, gebt mir eure gesammelten Kristalle und ihr könnt zumindest an meiner Macht teilhaben. Das muss der Brunnen sein, von dem der Oberbürgermeister spricht. Ja, der Eingang zu den Höhlen. Ich sehe keine Fallen oder Druckplatten. Aber ich wollte mich nur vergewissern, ach, dass... komm schon, alter Mann. Willst du ewig leben? Ah. Mit dir an meiner Seite, Mädchen, bin ich schon froh, den morgigen Tag zu erleben. Ja, das Gold hatte ich eingesammelt. Ach ja, wenn ich diesen Ladebildschirm sehe. Freue ich mich glatt, bitte. Das passiert jetzt gleich im Prinzip. Wenn zum ersten Mal die Drogen kommen. Der verrückte Elf steht mir sehr nahe. Aber wenn man unvorbereitet losrennt, ist Ärger garantiert. Das habe ich auf die harte Art gelernt. Ja, wäre mir das früher klar geworden, hätte ich vielleicht noch eine echte Familie. Bist du ja. Wird auch Zeit. Erst umsehen, dann springen, Ilara. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Und, wenn ihr wissen wollt, wie Lenny aussieht, nachdem er von diesem Sodawasser da getrunken hat... Bon Aqua. Hoffentlich nicht dahin. Morgenurin.